Willkommen zurück zu Pokémon Part 11 inzwischen schon. Und wir sind in einem brandheißen Kampf mit Ratf. Level 7 mit unserem Huhu. Was ich voll nicht mag, aber ich level es einfach mal jetzt. Ich kämpfe jetzt damit. Tja, das war ein guter Sieg für uns. Wir sind einfach Porno. Wir kämpfen gegen Team Rocket männlich. Wieso ist das Rocket männlich? Ist doch egal. Gut, Zubat ist unsere. Hut macht das Ding. Tja. Sonic setzt da ein. Das ist schön. Hab ich euch schon mal gesagt, wir haben es geradewegs halb 10 Uhr morgens und wir beginnen den Tag mit einem Pokémon-Game. Das macht doch jeder ganz gerne mal so früh morgens. Ne? Ich frag mich gerade, wie spät es wohl in unserer Pokémon-Welt ist. Das gucken wir auch gleich mal nach. Oh nein, Blutsauger! Ah, böser Treffer, 1 KP verloren. Und jetzt zum Schluss, Tackle-Attacke, huhu. Ah, schöne Attacke, bin zufrieden mit dir. Duda gewinnt. So wie oft. No fair. Duda bekommt 360, yay. Sehr gut. Wo bin ich denn? Hallo, Fleckmon. Do you want to talk? To the slow poke? Yes. Duda talk to the slow poke. Slow poke. Slow poke. Hello? A challenger? Yeah, right. Frühmorgens Englisch ist noch nicht so ganz mein Ding, aber okay. Rocket männlich. Junge Mann möchte kämpfen. Smoggle, los! Huhu, los! Wenn du stirbst, ist mir das kackegal! Und Kinder, huhu, und war dutchet! Huhu, peck! Gin Smoggle, tackle! Also ich glaube, das nächste, was ich glaube ich tun werde, wenn ich zu viel Freizeit habe, ist eine ROM übersetzen, weil da kann man echt nichts falsch machen. You won? That's not fair! Du, der bekommst 560. Yay, sehr gut! You stupid little kid! 3 years ago another bread like you followed all over plants. Meinen die jetzt Ash? Was? Bin alleine. Ja, spreche jetzt mal die Pokémon an und nenne mich. Thank you so much, Duda. Now the town's slow pokies are safe. Und du? Duda. Thank you for saving the slow pokies from Team Rocket. If you bring me Bund, was auch immer, I can make Pokeballs like this. Duda Lure.b. Was ist denn Lure? Nach Mitte. Oh ja. Na, Simus. Pickt ihr drin Han mies F bis genau Bab. Mhm. Thank you for saving my. Thank you for saving my slow poke for me. Slow. Okay. Schön, dass du dich selbst umzählst. Und jetzt macht er mir, glaube ich, einen Pokéball jetzt, ne? Du
tun. Wir haben es hier mitten in der Nacht. Das finde ich sehr sexy. Wir haben es schon um 23 Uhr. Bisschen spät hier, aber sonst meint es nicht jucken. Ich habe einen Weit B gefunden. Was ist denn Weit B? Weit B. Supertrank. Weit B. 0125. Ist das süß. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Apropos, was mir auch nicht passt, ist, dass Huhu schon wieder nach vorne steht. Denn was wirklich vorne stehen sollte, ist Wolle. Ne? Weil Wolle ist toll. Und danach kommt Susi. Genau so sieht es aus. So muss es sein. Ups. Wo bin ich eigentlich? Oh, ein Slowpoke. Flag. Mon. Das finde ich sehr süß. Ich gehe mal hier rein. Oh, ich war sogar richtig. We both like to fight with Redibear. Da sind die hässlich. Twins, Girls, möchte kämpfen. Twins, Girls, Itoma, los. Okay, es hieß Itoma. Tackle, Attacke. Nein, Gift. Wir tauschen das Pokémon natürlich aus gegen ein Pflanzen-Pokémon. Was eigentlich keinen Sinn ergeben würde, oder? Wir sind mal so freundlich und, das ist nicht gute Wahl. Ach, wir nehmen einfach Susi, weil Susi es drauf hat. Das ist ein Gift-Pokémon, ne? Süß. Rasierblattattacke, Susi. Okay. Das bringt irgendwie nicht so viel effektiv. Mir fällt auf, dass man in Pokémon sehr viel kämpfen muss. Woran liegt das eigentlich? Im Gedaya habe ich das nicht. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Du siehst Spitzkopil. Die Musik ist immer so schön altmodisch. Wirklich sexy. Bringt nichts, aber trotzdem besiegt. Oh, Wolle leicht. Level 8, Susi gewinnt. Auch weiter zu. Oh, Level 20 bin ich jetzt schon. Twins Girl Rip ist nun dran. Erst Wolle. Oh, ich glaube, Leute, ich muss riesen. Warte mal. Oh, scheiße. Das nimmt jetzt alles noch auf. Oh mein Gott, der tut mir jetzt so leid. Ihr müsst es jetzt mit ertragen. Das hat mich jetzt bei diesem Marienkäfer so, fasziniert, dass ich jetzt niesen musste, deswegen. Das tut mir echt leid. So, Pokémon wieder raus. Schneller. Wolle, CCP! Susi! Ausrufezeichen. Rasiert bei der Attacke gegen einen Pflanzenkäfer-Pokémon, was auch immer. Bringt nix. Susi, wenn das nichts bringt, dann nehmen wir Tackle-Attacke. Genau, ich wusste es, du hast es drauf. Susi ist mein bestes Pferd im Stall, wie man so schön sagt. Our bags lost? Duda bekommt 200. Yay, sehr gut. Ich gehe so rum oder ich gehe so rum. Naja, kommt doch selber hinaus. Tada! Oh! Tsukukushi will be hard, so here's some practice. Das ist gar nicht Practice, oder? Egal. Bucket Nummer 5 möchte kämpfen. Para! Para, so.
die Entwicklung von Paras? Hat das auch eine Entwicklung? Gut, es ist Level 13. Ich hatte nur Chance mit dem Pokémon. Ach, Susi ist so sexy. Übrigens, ich glaube, es ist mal an der Stelle ganz gut gesagt, wenn ich von den Leuten danke, die mir so nach meinen Parts mal ein bisschen so weiterhelfen, was das angeht, zum Beispiel Dinge, die ich nicht weiß aus Pokémon, sprich Attackennamen, was eigentlich total unsinnig war von mir. Das hilft mir doch schon manchmal sehr weiter, weil ich bin ein bisschen schlauer danach. Deswegen, vielen herzlichen Dank, Leute, die mir helfen. So, Susi flieht wieder. Echt toll, also, ne? Ist immer so helft und so. Oh. Donnerschlag, endlich! Oh, ich fass es nicht. Wolle kann was mehr. Oh. So. Ach so, ja, ich kann ja nicht laufen. Ach, jetzt bin ich schon so langsam gewöhnt von ich spiele noch ein anderes Spiel. Inzwischen auf einen anderen Kanal. Werbung machen dafür mal jetzt, die LP schicken. Ist bei mir natürlich auch verlinkt im Kanal. Bin ich jetzt schon so gewohnt, dass ich jetzt mit dem Charakter laufen kann, damit es nicht so ganz so lange dauert, wenn du denkst so, schlaf bloß nicht ein beim Laufen. Ja. Reine Gewohnsache einfach. Schade, dass ich hier kein Fahrrad habe oder irgendwas, was mich schneller bewegen lässt. Weil das geht mir ganz schön gegen den Strich, auf den Sack, weiß ich nicht was. Habe ich ja schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, aber ich bin gar nicht mal so dumm heute. Ich begreife schon, wohin ich muss. Muss ich mit dir kämpfen? Ich kämpfe einfach mit dir. Haha, siehst du mich nicht? Ah, bist du doof? So. Oh, I wasn't accepting any opinions today. I couldn't see you. The twins were in the way there. Was ist denn das für ein Penner? Skim, er möchte kämpfen. Sackkorn. Ach nee, Sackko. Wolle! Donnerschark, Wolle! Sieht ziemlich realistisch aus mit diesen schwarzen Punkten in der Mitte. Nein! Ah, oh, Tackle, das sieht nicht gut aus für mein Wolle. Warnschuss, nein, nicht gut. Wow. Das war einfach nur so, wow. Was ist los, mein Spiel? Hängst du dir da fest ein bisschen? Ah, gut gemacht, Wolle. Ah, oh, Level 10 sogar. Oh. Süß. Kokoon ist nun dran, ne? Nö. Wir machen weiter mit dir, Wolle. Erdner. Soll uns egal sein, wir setzen trotzdem Donnerschock ein. Wir kämpfen uns voran. Nein, Giftstachel. Nein. Meine Zeit ist gleich wieder um. Und ich will, dass er doch das Level abkriegt. Verdammte Axt. Ja, ja, weil das vergiftet die Pees. Ah, das wird aber langsam ganz schön brenzlig hier, der Kampf, wa? Ja, ja, weil es vergiftet. Ja, und jetzt wieder Faden. Oh, ganz tolle Attacke. Ja. So, Donnerschauk. Nein!
Penner. Ja. Tja, ich bin gut. So, liebe Leute, dann muss ich wieder aufhören, leider Gottes. Habt viel Spaß mit Blackies Part 12. Bis dann und...